Deutschlandfunk präsentiert den Wettertalk MV aus dem Technologiezentrum im Wismarer Hafen. Herr Dr. Eichsmann, es ist immer noch so kalt. Wann geht endlich der Frühling los? Also meteorologisch geht der Frühling am 1. März los. Da ist noch ein bisschen hin. Und astronomisch am 21. März. Das bedeutet, wir sind mitten im Winter und wir müssen mit diesen Temperaturen eigentlich, wenn man auf den Kalender guckt, wirklich noch vorlieb nehmen, ja. Und wie lange werden wir noch frieren? Wann kann man wieder ein bisschen weniger anziehen? Also grundsätzlich, diese kalten Temperaturen sind klimatologisch ganz normal, aber ich sag mal, in Gänsevision leider ist das Ganze schon wieder zu Ende. Das heißt, der Winter, den wir jetzt, ich sag mal, ein paar Tage hatten, der ist schon wieder vorbei. Das heißt, ich kann eine Warnung geben zum Wochenende, da geht es schon wieder von den Temperaturen her so richtig schön bergauf. Was würden Sie Leuten sagen, die jetzt sagen, ja, Klimawandel, das kann doch alles gar nicht sein, mir ist kalt? Klimawandel ist eine sehr komplexe, kausale Sache. Also das heißt, mal eben rausgucken und sagen, da ist Klimawandel oder nicht, das funktioniert so nicht, ne? Und dadurch, dass es ein globales Problem ist, können wir als Menschen mit einer Person, also wir müssen im Team arbeiten, um das Ganze zu erfassen. Und deswegen ist mir etwas schwer, den Leuten zu vermitteln, das ist Klimawandel, das ist kein Klimawandel, das ist doch alles kalt oder ne, schneit doch. Das ist sehr komplex. Für diese Geschichte muss man sich Zeit nehmen und die sollten wir uns auch nehmen, ja. Und eine Frage, die mich auch schon immer beschäftigt hat, wieso gibt es so ein verschiedenes Kälteempfinden jetzt bei verschiedenen Temperaturen? Manchmal ist mir kalt bei 3 Grad und manchmal ist alles ganz angenehm bei minus 2 Grad. Ja, grundsätzlich so also zwei Sachen. Das eine ist der Wind. Also das heißt, je mehr Wind ich habe, umso schneller wird die Feuchtigkeit, also die Temperatur abgetragen. Das ist klassisch. Das heißt, alles, was ich um mich herum wärme, also quasi meine Wärmeaura, die wird sofort abgeführt. Und das zweite ist die Luftfeuchtigkeit. Also grundsätzlich, Wasser leitet hervorragend die Wärme. Und der Klassiker ist, so wie wir es immer haben, wenn wir es feucht haben und Wind haben, dann habe ich das Gefühl, dass schon bei plus 2-3 Grad es mega kalt ist. Wenn ich aber 10 Grad minus habe und dann eben die Temperaturen minus 10 Grad sind, sehr, sehr frostig, aber extrem trocken sind und wenig Wind, dann empfinde ich das fast schon wärmer, angenehmer als bei diesen plus 2 Grad. Sehr angenehm sind jetzt auch unsere Impressionen, die wir noch für Sie haben aus dem Winter, aus Wismar und der Region. Herr Dr. Eichsmann, kommen wir zum Wetter in der nächsten Woche oder in den nächsten Tagen. Wie soll es da aussehen? Ja, fangen wir mal gleich jetzt hier vorne an, im Sinne zum Wochenende. Ne? Also wir haben da Temperaturen, die wir jetzt haben, plus 2, plus 3 Grad. Das geht richtig nach oben. Also zum Wochenende erwarte ich Temperaturen 6, 7 in geschützten Lagen an der Müritz, vielleicht sogar mal eine 10. Also es wird richtig warm. Also es ist schon vorfrühlingshaft warm. Also Nachtfrost ist wieder Geschichte. Also das heißt, der Winter ist dann schon wieder fast passé. Also ich kann da eine Warnung geben. Also es wird Ihnen relativ warm werden am Wochenende. Also für die Jahreszeit definitiv viel zu warm. Und wie sieht es aus mit dem Wind? Wind werden wir haben. Der pustet am Freitag ganz ordentlich. Samstag, Sonntag kommt er wieder zur Ruhe. Also das heißt, abnehmend, das bedeutet dieses Kühle, wo man sagt, so viel Wind, mir ist kalt oder sowas, das geht auch weg. Also das heißt, wir haben zunehmend Sonne, höhere Temperaturen und Niederschlag. Ja, also der Niederschlag, da gehe ich einfach davon aus, dass wir den nicht haben werden. Also wir werden aus meiner Sicht ein recht angenehmes, ja, nettes meteorologisches Wochenende haben, ja. Das freut mich doch. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Eichsmann. Und auch bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich fürs Einschalten. Gerne beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Biopark präsentierte den Wettertalk MV.